Vor 2 Jahren hat ein Forschungsprojekt über die jüdische Bevölkerung der Region Buckelige Welt Wechselland begonnen. Erforscht worden ist die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in 26 Gemeinden der Region ab den 1860er Jahren bis zu deren Verfolgung, Vertreibung und Ermordung ab 1938. Die Ergebnisse sind jetzt im Gedenkjahr in der ehemaligen Synagoge in St. Pölten vorgestellt worden. Die Jüdinnen und Juden in der buckligen Welt, woher sind sie gekommen? Wie war ihre Lebenswelt? Das sind die Leitfragen, die sich die Forscher im Zuge des Projekts gestellt haben. Also was sichtbar geworden ist beim Forschungsprojekt ist, dass sehr, sehr viele Bewohner der buckligen Welt, jüdische Bewohner der buckligen Welt aus dem ehemaligen Westungarn in die Region gekommen sind, dass sie in der Zeit der 1860er, 70er Jahre hier langsam sesshaft geworden sind. Dass es mehrheitlich Händler waren, die hier ökonomische Vorteile gesehen haben, eine Zukunft gehabt haben. Als Quellen dienten neben handschriftlichen Briefen, Fotos und Tagebüchern vor allem Zeitzeugen. Aber eines meiner beeindruckendsten Interviews war mit dem Juden Kurt Winkler, der als 12-Jähriger aus der Heimatgemeinde Hochwolkersdorf vertrieben worden ist und der nicht begreifen konnte, was da passiert ist von einem Tag auf den anderen. Und am Ende hat er gesagt, und innerhalb einer Woche waren wir weg aus Hochwolkersdorf, so als ob wir nie hier gewesen wären und nichts erinnert mehr an uns. Im Gedenkjahr 2018 soll das Bewusstsein für die kommenden Generationen gestärkt werden. Mir geht es vor allem darum, dass wir diese Geschichte auch greifbar machen. Wir sind eine der letzten Generationen, die die Gelegenheit haben werden, mit Zeitzeugen zu sprechen. Und im eigenen Land die Geschichte zu kennen, ist ein Auftrag für die, die die Zukunft gestalten. Und für mich als Bürgermeister ist das ein besonderer Auftrag, die Geschichte meiner Heimatgemeinde auch in der dunkelsten Seite zu zeigen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts werden kommendes Jahr als Buch erscheinen und im Zuge der Landesausstellung im Museum für Zeitgeschichte in Bad Erlach präsentiert.